Dies ist das zweite Video zum Thema Bilder aus Licht. Die Grundlagen findest du im ersten Teil, der sich hauptsächlich mit der Lochkamera beschäftigt. Bitte sieh dir dieses Video zuerst an, wenn du die Grundlagen des Sehens und der Lichtbilderzeugung noch nicht kennst, denn hier steige ich nur mit einer ganz groben Zusammenfassung ein. Grundsätzlich ist es möglich, Bilder aus Licht zu erzeugen, weil alle sichtbaren Objekte zwangsläufig Licht aussenden. Dann reicht eine Lochblende mit einem Schirm dahinter aus, um ein Bild des Objektes zu erzeugen. Dass das Bild auf dem Kopf steht, ist nicht schlimm. Dass es aber sehr lichtschwach, also dunkel ist, stört hingegen schon. Ist aber kaum zu vermeiden, denn es kommt ja nur sehr wenig Licht durch die Blende. Das führt zu der Idee, die Blende zu vergrößern. Das Bild wird dann tatsächlich heller. Aber weil aus dem Bild Lichtpunkten Millionen leuchtender Kreise werden, die sich alle überlagern, erhalten wir nur noch ein sehr unscharfes Bild, beziehungsweise eigentlich nur noch Brei. Wie löst man das Problem? Oder, etwas konstruktiver formuliert, was muss passieren, dass das Bild hell und scharf wird? Ich denke mit den Lichtkreisen von gerade weiter. Ich brauche schon viele Lichtstrahlen, aber die müssen alle wieder in einen Punkt auf dem Bildschirm zusammenlaufen. Dann entsteht dort ein heller Bildpunkt. Und das geht. Genutzt wird dabei die Lichtbrechung, die ich daher auch nochmal kurz wiederhole. Ich nehme etwa einen Block Glas. Licht kann sich sowohl durch Luft als auch durch Glas ausbreiten, daher sind das beides Medien, wobei Glas eine deutlich größere Dichte hat. Trifft nun ein Lichtstrahl schräg auf die Grenzfläche, dann passiert zweierlei. Zum einen wird er reflektiert, das interessiert uns jetzt hier aber nicht. Zum anderen läuft er im Glas weiter, aber in eine etwas andere Richtung. Das nennt man Lichtbrechung. Wir müssen auch beachten, dass das Licht beim Verlassen des Glases wieder auf die Grenzfläche trifft. Und da passiert das Gleiche, Reflexion und Brechung. Weil die Grenzflächen hier übrigens parallel sind, wird das Licht wieder in die alte Richtung zurückgelenkt. Aber das nur am Rande. Und das reicht eigentlich auch schon an Kenntnissen zur Lichtbrechung. Kommen wir zu den Linsen. Linsen bestehen im Allgemeinen auch aus Glas. Glas, das in eine ganz spezielle Form geschliffen worden ist, mit einer bestimmten Absicht. Nämlich so, dass parallel einfallen Lichtstrahlen beim Eintritt und beim Austritt insgesamt so gebrochen werden, dass sie danach alle durch einen Punkt laufen. Und das sieht dann so aus. Hier dargestellt ist übrigens eine gut geschliffene Linse. Die kostet noch eine entsprechende Menge Geld. Natürlich gibt es auch schlechte Linsen. Dann verlaufen die Lichtstrahlen eher so wie hier. Da gibt es diesen Punkt dann eher nicht. Der Punkt hat übrigens einen recht bekannten Namen. Er heißt Brennpunkt. Das kommt wohl daher, dass man dieses Bündeln auch mit Wärmestrahlung machen kann und dann die gesamte Wärmestrahlung, zum Beispiel von der Sonne, die parallel auf die Linse fällt, in diesem Punkt zusammengelenkt wird. Ist dann dort ein Objekt, wird es sehr heiß. So heiß, dass es schnell zu brennen beginnen kann. Den Abstand zwischen der Mittelebene der Linse und dem Brennpunkt nennt man Brennweite, klein f. Also nochmal, kommt das Licht vorher parallel auf die Linse, verlaufen die Strahlen dahinter alle durch den Brennpunkt im Abstand klein f. Entsprechend gilt, kommt das Licht vorher aus dem Brennpunkt, so müssen die Strahlen dahinter, aus Symmetriegründen der Linse, parallel verlaufen. Das nutzt man etwa bei Scheinwerfern. Lichtquellen senden normalerweise das Licht in alle Raumrichtungen aus. Packe ich eine Lichtquelle in den Brennpunkt und dahinter eine Linse, so verlaufen alle Strahlen, die auf die Linse treffen, danach parallel. Und ich habe einen wunderbar gerichteten Lichtstrahl. Aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Was für uns interessanter ist, ist, was passiert, wenn die Lichtstrahlen aus einem Punkt kommen, der weiter entfernt als der Brennpunkt von der Linse ist. Dann nämlich bündelt die Linse die Lichtstrahlen wieder zu einem Punkt zusammen. Der ist dann auch weiter entfernt als der Brennpunkt auf der anderen Seite, aber das speichern wir erstmal nur im Hinterkopf ab. Wichtig ist hingegen von dieser Darstellung in der Mitte, dass das genau das ist, was wir für die Bilderzeugung brauchen. Denn stellen wir jetzt ein Objekt vor die Linse, dann wird das ganze Licht, das von dem Beispielpunkt in der Mitte auf die Linse fällt, wieder in einem Punkt zusammengeführt. Also hier nochmal. Wenn der Bildschirm genau in der richtigen Entfernung aufgestellt ist, dann entsteht dort ein heller, hier orangener Bildpunkt. Entsprechend entstehen die anderen Bildpunkte, etwa vom unteren Rand des Männchens oder vom oberen. Jetzt ist das Bild hell, weil jeder Punkt aus vielen Lichtstrahlen erzeugt wird. Und es ist scharf, denn jeder Originalpunkt erzeugt nur einen Bildpunkt. Aber wie gesagt, dazu muss natürlich auch der Bildschirm im genau richtigen Abstand zur Linse stehen. Das ist übrigens nicht die Brennweite, erinnert euch an das Bild auf der Seite davor. Die Lichtstrahlen laufen einem Punkt zusammen, der weiter entfernt ist als der Brennpunkt. Wo dieser Bildpunkt ist, hängt auch von der Gegenstandsweite g ab. Das Ganze funktioniert prima, wie dieses Foto aus unserem Physikraum zeigt. Links ein Spielzeugmännchen, das von einer Lampe angeleuchtet wird. In der Mitte eine Linse, dahinter im passenden Abstand ein Plastikschirm. Und dort ist ein prima Bild des Männchens zu sehen.
Vertiefen wir nochmal für die Leute, die es etwas genauer wissen wollen. Man kann natürlich ausrechnen, wie weit der Bildschirm entfernt stehen muss, damit ein scharfes Bild entsteht. Dafür gibt es eine Formel, die man herleiten kann, was ich jetzt auch mache. Also das ist jetzt für Leute, die so in der Jahrgangsstufe 9 sind oder höher. Gegeben ist also eine Linse mit der Brennweite F. Die Brennweite hängt nur von der Linsenform ab und ist dann eine feste Größe. Davor stelle ich einen Gegenstand der Größe groß G im Abstand klein g. Die Brennweite F zeichne ich auch noch ein. Auf beiden Seiten. Ich werde mir das Leben jetzt etwas leichter machen, indem ich statt der zweimaligen Brechung, die in Wirklichkeit stattfindet, immer nur eine Richtungsänderung der Lichtstrahlen an der Mittelebene zeichne. Die Abweichung ist unbedeutend. Zuerst betrachte ich den Lichtstrahl, der von der Oberkante des Objekts parallel zur Mittelachse auf die Linse fällt. Als Parallelstrahl wird er danach durch den Brennpunkt auf der anderen Seite gelenkt. So. Das gleiche gilt für den Parallelstrahl von der unteren Objektkante. Dann zeichne ich den Strahl ein, der von der Oberkante des Objektes durch die Mitte der Linse verläuft. Aus Symmetriegründen wird er beim Verlassen der Linse wieder genau in die Richtung zurückgebrochen, in der er ursprünglich verlaufen ist. Ähnlich wie bei dem Glasquader. Das heißt, ich kann ihn hier einfach geradeaus weiterzeichnen. Okay, in Wirklichkeit wird er ein kleines Stück parallel nach oben versetzt, aber wie gesagt, die Abweichung ist unerheblich. Entsprechendes mache ich von der Unterkante des Objekts. Und schon habe ich die Stelle gefunden, wo der Bildschirm hin muss, nämlich da, wo sich jeweils diese beiden Lichtstrahlen schneiden. Da müssen dann ja auch die anderen Lichtstrahlen durch. Das heißt, hier ist der Abstand, wo die Originalpunkte wirklich Bildpunkte ergeben, sprich die Bildweite b. Aber wie groß ist b? Dazu brauche ich wieder den zweiten Strahlensatz. Aber die entscheidenden Strahlen dazu sind etwas versteckt in der jetzt doch etwas komplex gewordenen Konstruktion. Ich hebe mal die von Ihnen eingeschlossenen Flächen farblich hervor. Die eine horizontale Länge ist offensichtlich f. Die andere muss man mal anschauen. Sie entsteht, wenn man f von der Länge b abzieht, ist also b minus f. Dann geht nach zweitem Strahlensatz b halbe geteilt durch g halbe ist das gleiche wie b minus f geteilt durch f. So ein Doppelbruch ist natürlich unschön und den wollen wir wegkriegen. Man teilt durch einen Bruch, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. So. Und schon kürze ich die 2 weg und es wird etwas einfacher. B durch G gleich B minus F durch F. Aus der Lochkameraüberlegung können wir die Formel B durch G gleich B durch G verwenden und die Bild- und Gegenstandsgröße durch die jeweilig zugehörige Weite ersetzen. Nun teile ich beide Seiten durch B. Links bleibt 1 durch G und rechts taucht B noch einmal im Nenner auf. Nun kommt eine Umformung, die durch die Bruchrechnung begründet ist. Ich kann beide Terme im Zähler jeweils separat durch den Nenner teilen. Wer das nicht glaubt, erinnere sich etwa, was 3 Siebtel plus 2 Siebtel sind. Genau, 5 Siebtel. Und wie rechnet man es? So. Und genau diesen Schritt habe ich hier von rechts nach links angewendet. Ich bin fast fertig. Jetzt kann ich noch die Brüche kürzen. Den ersten durch B, den zweiten durch F. So. Und wenn ich jetzt noch auf beiden Seiten plus 1 durch b rechne, dann habe ich die Formel, die man für scharf eingestellte Bilder benötigt. Leichter wird sie leider nicht. Kommen wir zur letzten Folie. Wie funktionieren Kamera und Auge? Zuerst die Kamera. Ich möchte das Spielzeugmännchen fotografieren. Dazu brauche ich einen Fotoapparat. Wesentliche Bestandteile sind die Linse und der CCD-Chip, der das Lichtbild Punkt für Punkt, oder besser gesagt Pixel für Pixel, in eine Bilddatei umwandelt. Eventuell auch noch ein Blitzlicht, das für den Moment der Aufnahme das Objekt ausreichend stark beleuchtet, damit es auch genug Licht reflektieren kann. Was dann kommt, wissen wir schon. Die Punkte reflektieren, die Linse bündelt das Licht wieder und auf dem CCD-Chip entstehen Bildpunkte aus Licht. Hat das Männchen einen anderen Abstand zur Kamera, so ändert sich die Gegenstandsweite. Da muss sich auch die Bildweite ändern. Die Kamera fährt dazu die Linse etwas hinaus oder hinein. Dank geschickter Systeme aus mehreren Linsen geht das mittlerweile auf sehr kleinen Distanzen. Sehr ähnlich wie die Kamera ist das Auge aufgebaut. Vorne sitzt, geschützt durch verschiedene Häutchen, die Augenlinse. Habe ich jetzt einen Beispielpunkt, zur Abwechslung male ich den mal in Gelb, der entsprechendes Licht aussendet, so bündelt die Augenlinse das Licht so, dass hinten an der Rückseite des Augapfels ein entsprechender Bildpunkt entsteht. Dort sitzen in der sogenannten Netzhaut die ganzen lichtempfindlichen Zellen. Biologen sprechen hier von Stäbchen und Zäpfchen. Jede Zelle gibt dann die Information weiter, welche Lichtfarbe sie gerade empfängt. Diese Bildpunktinformationen werden dann über den rot gezeichneten Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, das dann wiederum die ganzen Lichtpunktinformationen zu einem Bild der Umgebung zusammensetzt.
Auch hier gilt, ändert sich die Gegenstandsweite, so müsste sich auch die Bildweite ändern. Aber das geht nicht, denn der Abstand zwischen Netzhaut und Linse ist fest. Das kennt man auch nur aus Comicdarstellungen, dass die Augen beim besonders schönen oder entsetzlichen Anblick aus dem Kopf herausquellen. Bäh. Das Auge hat einen anderen Mechanismus. Die Linse ist nicht aus Glas, sondern wabbelig. Und rings um die Linse sitzt ein Muskel, der Ringmuskel. Der zieht die Linse flach oder lässt sie schön rund und ändert damit die Brennweite der Linse. Der Ringmuskel wird automatisch gesteuert, bis das Bild scharf ist. Das hat unser Gehirn im Automatikmodus drauf. Schon beeindruckend. Du kannst übrigens den Muskel spüren, indem du ihn mal aktivierst. Halte einen Finger ca. 30 cm vor das Auge und schau ihn an, sodass er scharf zu sehen ist. Schaue dann auf die nächste Wand, die mindestens 2 Meter entfernt sein sollte, sodass sie nun scharf zu sehen ist. Beides gleichzeitig scharf geht übrigens nicht. Wenn du nun immer zwischen Finger und Wand den Blick hin und her wechselst, merkst du sehr schnell, wie der Augenmuskel müde wird. Muskeltraining mal anders. Aber was soll's? Damit hast du nun hoffentlich verstanden, wie das Licht Bilder erzeugt und wie das Sehen grundsätzlich funktioniert. Und damit darf ich mich dann endgültig aus diesem Thema verabschieden. Tschüss.